gespielt wurde, dass wir auch morgen im EMS One Match Tapsen sehen, der allerdings bis jetzt noch nicht im Team-Account von Mousebots drin ist. Also da werden wir auch nochmal nachrecherchieren müssen, wie denn dann morgen gespielt wird bei den Online-Finals. Okay. Morgen das erste Spiel für Maus und Alternate natürlich auch, also beide deutschen Vertreter. Beide mit guten Chancen auch. Liga ist ja gerade noch AFK, Tapsen auch, also von da. Ja. Die Knife Round geht so schleppend los. Ja, die Frage kam natürlich auf, warum Tapsen jetzt wieder ein deutsches Logo hat, ob er jetzt wieder deutsch ist. Aber. Ja, ich glaube, er wechselt einfach immer von Spiel zu Spiel. Denn das Polnische hatte er schon mal drin gehabt. Chris J mit dem Knife Kill, dann kommt von oben was geflogen. NKY jetzt von hinten. Mousebots noch zu dritt. Aber nur noch Tizian mit 100 und auf Seiten von Wildfire ist es QK Mantis. So, der hat jetzt den Knife-Hit bekommen. NKY, das kann er machen. Aber Tapsen knifet erst das Huhn weg und dann das größere Huhn. NKY. Mousebots also mit der Seitenwahl und mal gucken, was er schreibt das Day. Ja, nice try, aber Legia tippt das Swap und das wird angenommen. Also, Mousebots startet CT, Kräuter unten haut sofort das Ready rein und Maus braucht dann noch die eine oder andere Sekunde. Jay schreibt da Stop DDoS. Ah, liegt das wirklich an DDoS? Das Jay doch schon immer scheiß Internet gehabt. Ja. Aber mittlerweile hat er ja ordentliches Internet. Und jetzt geht auch sein Ping gerade runter. Kann ich selber wieder vergessen, dass er offline gehen soll, wenn er spielt. Ja, wahrscheinlich war er noch am Chatten in Windows irgendwo, deshalb Hyping. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall in Ordnung aus. Und nun auch Mouse ready, Ping normal. Damit kann es losgehen. Also, AWP-Duell voraussichtlich dann Kräuterhumpen gegen Cadian. Mal gucken, wann es zum ersten AWP-Duell kommt. Gerade auf Inferno natürlich immer besonders eine Geldfrage. Nicht, dass es auf jeder Map eine Geldfrage ist, aber gerade auf Inferno ist das nochmal ein kleiner Sonderfall. So. So, sofort Rush runter. KD ganz langsam aufgenommen. Ja, NK kennt natürlich da die Taktik, wie Maus das spielt. Sie hören sie jetzt unten. Lege bleibt noch da. Wurde gesehen. Boah, gleich die erste Shot, ein Kräuter unten. Es sind 4, 5 Mann in der Mitte, also alles von Maus. Aber so, und jetzt wird Teppich durchgefahren. Chris Jay hat sie noch kurz gesehen im Haus, deswegen schienen sie ja zurück. Aber sie sind kaum auf Spot. Bombe müssten sie legen können. Chris Jay kriegt dann... Falcon 1, Kai. Jetzt Kräuter unten nochmal spät im Haus. Wird dann nochmal den CT, der backstabben will. Tizian setzt da gute jetzt an Kräuter unten, noch 3. Jay jetzt down. Angesagt. So, damit nur noch Cadian und Legia. Cadian. Oh, wird genifed. Legia geht auch down und Wildfire überlebt. Wildfire überlebt mit 5 Mann hier. Naja, wenn Kräuter unten nicht messert, dann macht es halt ein Mad von ihm, oder? Ja, also alles richtig angesagt. Wenn da mal nicht mehr als einer genifed wird im Matches. Ja, Wildfire, NK, da gut vorbereitet gegen Maus. Ich weiß, dass sie diese Pistole so gerne spielen als CT. So, jetzt heißt natürlich auch die Anti-Eco stehen. Maus
Mit 2x CZ-75 Pistole. Tizian, der Einzige, der da ein bisschen kassiert hat. Legia jetzt in der Banane, die jetzt bekommen. 10 AP noch. Und immer noch sehr verhalten bei Wildfire. Man steht Mitte sehr, sehr defensiv. Boah, MLL nur mit 1 HP. Aber auch wieder überlebt. Trotzdem gute Hits gesetzt. Kalion auch nur mit 9. Jetzt wird sich Mitte vorgearbeitet. Und die CTs orientieren sich B. Und jetzt der Frack gefallen am Teppich. Kalion, der da 9 HP hatte. Ja, und der Rest der CTs zu B geschoben. Bombe kann gelegt werden. Werden auch versuchen, die Sachen zu saven, haben alle Kevlar Helm gekauft. Bomb has been planted. Ich denke, Wildfire wird da auch nicht groß jagen gehen. Ja. Also, Geldsituationen eher weniger. QK Mantis wäre so der Einzige, aber der hat auch nur noch 60 HP und vor allem auch die AK. Ja. Von daher, bringen Sie lieber die 5 Waffen mit, ist gut fürs Geld. Überleben da auch alle, Mann. So, aber Maus, noch eine Chance. 4 Mann immer noch mit Full Kevlar. Kräuter nimmt da wieder den Part ein in der Banane. Alien spottet Mitte. Ja, und Wildfire wieder sehr, sehr vorsichtige Runde. Inferno natürlich als Map dafür prädestiniert und das sehen wir jetzt natürlich schon über Wochen und Monate, dass Inferno einfach ein ganz anderes Tempo herrscht als auf den anderen Maps. Passt man, denke ich, auch nochmal doppelt auf, vor allen Dingen gegen so eine Ecos, wo man dann Kevlar Helm hat, weil die halt an jeder Ecke stehen können. Es gibt jede Ecke, wo man sich positionieren kann. So, da ist auch der Frag von Tapsen. Kalion switcht die Pistole. Kommt aber immer noch weg mit so. HP. Banane wird jetzt offensiv gepusht. Wenn sie runtergehen, können sie vielleicht noch erwischen in der Mitte. So. Action ist durch. So, Kalion holt er. Tapps noch im Spot. Hat da gute Hits gesetzt. Legia ist schnell da. Und nun Tizian ohne Waffe. Und dann ist Enker Y vom Teppich aus da. Bei Korn steht. Bringen auch wieder 3 Waffen durch. Haben schon gutes Geldpolster. So, bei Maus erste AWP, bei Team Wildfire keine. Also, noch kein AWP-Duell. Ich denke, dass man auch da erst eine holen wird, spätestens wenn man dann die AKs verliert. Und es geht schnell Richtung B vor. Ja, und ich sag mal so, also wenn Enkai da genug Zeit in Demos und Co. analysiert, investiert hat und diese analysiert hat, so rum, dann kann man hier eigentlich ein sehr gutes Spiel gegen Maus abliefern auf Inferno. Jetzt bin ich gespannt. Das Problem von Wildfire gegen Reason Gaming war ja immer, dass sie den Spot nicht halten konnten. Jetzt haben sie aber erstmal Glück. Spot ab. Genau. Wird auch Mausbots wissen eigentlich, dass sie ziemlich Probleme da hatten, vor allem in Überzahlsituationen auch. Ja, ich weiß nicht, ob sich Mausbots so viel auf andere Teams da wirklich konzentriert und da wirklich was anschaut. Ich glaube, dass man da eher auf sein eigenes Spiel vertraut, sein eigenes Spiel noch ein bisschen mehr ausbauen und perfektionieren will, bevor man dann auf irgendwelche Antis geht und sowas. Ich glaube, das wird dann frühestens passieren zu den EMS One Finals. Ja. Ich denke auch, wenn sie sich jetzt vorbereiten, dann haben sie sich wahrscheinlich eher gegen andere Teams. Ja. Genau. Ja, Wildfire, schon eigentlich eine gute Möglichkeit für NK. Gerade auf Inferno, ne, die auch immer gerne wieder gewählt wird von Maus.
sich da ein bisschen vorzubereiten. Enkel sowieso, ne, spielt die Map Inferno sehr gerne. Gibt viele Enkel. Posis. Posis und Moves und Flashs und Plans hier auf Inferno. Ist da auch die Enkel, oder? Eigentlich schon, ja. So, Lega jetzt auch hochgepusht. Kann jetzt sehen, wenn jemand Holz geboostet wird. Mal gucken, ob sie es machen. Aber bisher. Ne, wird kein Boost geben. Jetzt vielleicht nochmal. NKY schon wieder in der Backstabber-Position, was er auch schon in der EMS gemacht hat. Da war er oftmals zu offensiv und zu aggressiv. Das sieht aber nur noch ein Fake aus hier am B. Ja. Da faken jetzt auch nochmal. Ja, Doppelfake sogar. Und jetzt gibt's nochmal zweite Welle Golan auf dem B. Legia und Tizian. Beide stehen da so im Kreuzfeuer. Tizian holt den ersten, Legia holt den zweiten. Oh, Legia, der spielt das immer so gut da im Spot. Ja, schon lobe ich ihn. Okay, fällt da. Ja, und da war eine AWP bei Humpen. Oder wenn ich es richtig gesehen habe sogar. So, mal gucken, ob NKY. Ja, ja, droppen ihn die AW nochmal. So, und jetzt AWP-Duell dann. Hat auch einen guten Spawn für Mitte, also Humpen. Ja, also Tizian, da im Spot hätte er gerade wirklich einfach defensiv bleiben können. Ne, Legia hat ihn von der anderen Seite. Aber ein Legia spielt das eigentlich immer sehr gut. So, NKY wurde genau darauf eingestellt, auf diesen Move, den Cadian auch immer wieder sehr gerne gespielt. Mit AWP dann mal offensiv Teppich runter. Hat da gar keine so gute Quote. Wenn ich das so im Kopf mal überschlage. Der Cadian oder was? Ja. Ja. Also in diesem, mit diesem Teppich-Offensiv-Move ist zwar immer wieder eine, ja, so ein Move, der unerwartet ist, aber gegen Exastana war das, glaube ich, auch, wo er von drei Shots waren es, glaube ich, nur einen getroffen hat. Ja, auch wenn Chris J nicht die AWP dann spielt, sondern Cadian, wissen halt auch die Teams, dass wenn man Chris J hat, dass er auch damals schon sehr offensiv war und vielleicht erwartet man dann so einen Move eher. Auch wenn er selber nicht die Arbe spielt. Jetzt hat er halt auch wieder. Zieht Lega off. Muss er defensiv gehen und ist da komplett alleine am Spot. Ja, ist aber normal für Mauspots eigentlich. Holt noch ein bisschen Zeit raus. Oh, wird er diesmal sofort übergast. Tizian bekommt auch noch einen Tour- und Vor-Situation. Jetzt versuchen sie es aber, wie es aussieht. Ja, weiß nicht, also wenn man da zwei Waffen durchbringt. Ja, das können sie halt eigentlich nicht holen. Ja, vor allem wenn sie die zwei Waffen durchbringen, kann man nächste Runde auf jeden Fall auch nochmal es versuchen. Ja. ...6100 bei Cadian, Chris J kann eine Waffe legen. Ja. Lega wahrscheinlich Lega kann schon. Selbst kaufen, Farmers halt. Ja, ja, genau. Holt auch. Ja, also alles in Ordnung so. Aber 5-1 Wildfire als T, also... ...echt stark bisher. Kräuter oben noch nicht so im Spiel, aber dafür die anderen Leute. Ja. Die ersten Hits. MNL kann den First Frag setzen an Lega, eine Banane, die jetzt offensiv gespielt haben am Auto. Ja, da werden wir auch nachher wahrscheinlich mal wieder so einen Dreier-Push sehen. Ja. So, also, Tapsen verschiebt jetzt zum Kleinen. Sieht die Runde eigentlich schon wieder sehr gut aus für Wildfire. Tapsen Flash, jetzt zieht es dann vielleicht nochmal rein, Speck nach der Flash. Flash kommt. Boah, wow, wird geholt von Kräuter unten. Er war aber auch nicht blind, jetzt aber die Nate gesessen. Jetzt wissen sie eigentlich, dass da noch jemand ist. Und Chris J schiebt auch schon.
Okay, dann. Boah, ja. NKY, schön. Wieder da in dieser Abfuck. Ja. Backstabber-Rolle. Ja, dann hat Maus sich wahrscheinlich Chris J. wirklich nicht vorbereitet. Chris J mit gutem Timing. Hat er genau auf die zwei noch gewartet. So, und das kann man nochmal drehen. 2 und 2. Chris J hat noch Doppelflash und Smoke. Den Ball über Action jetzt. Okay, Molly. Und sie pushen einfach durch den Molly. Boah, schön für Enkel. Enkel Y blind diesen Frag gemacht. Da war gerade im Spot, hat schön angeaimt für Action und dann wird er blind, aber setzt diesen Headshot. Und wird wieder eine Eco. Ja, also die Runde fängt damit an, dass Kelly in die Mitte runterpusht und von Enkel Y geholt wird. Wo er eigentlich wissen müsste, wenn sie Demos geguckt haben, dass er immer der Abfuck-Spieler ist. Ja, dass Wi-Fi immer einen abgestellt hat. Ja. Entweder im Haus oder dann wirklich noch falsche Mitte. Und damit öffnet er halt die Runde nochmal. Jetzt 6-1, Eco, könnte 7-1 werden. Und 7 T-Runden sind schon ein Brocken auf jeden Fall. Traut er sich, NKY geht da rein. Oder gehen die CTs sogar auf? Maus auf jeden Fall jetzt mal zu dritt am B. So, jetzt ist Duell gleich. NKY. Ja. Wenn er und Humpen gegen Chris J. reingeht. Tapsen hört die Steps auf jeden Fall. Oh, kriegt den Shot von Chris J. NK fällt auf. Noch einen. Und jetzt Humpen. Auch da! Und noch einen. Dritter Frag von Chris J. So, und jetzt gehen sie schnell B rauf. Und da ist Tizian alleine. Und hockt sich da in die Smoke. Aber wurde noch gesehen vor. Chris J mit dem vierten. Gibt's das Ace? Was für eine Runde wieder. M&L kommt weg. Legia. Und den ersten M&L. Bisschen zu spät auf die Waffe geswitcht. Wir wissen natürlich jetzt, wo er steht. Chris J wird jetzt abziehen und wird seinen Ace doch nicht holen. Oh, er holt ihn nicht. Tizian macht das. So, der Fuse kommt, kein Dev-Kit dabei, aber Mousebots holt sich hier die Eco und das dank Chris J. Richtig gute Shots da mit seiner CZ. Ja, und das ist jetzt mal vielleicht wieder so eine Runde, die man braucht beim Maus, um da zurückzufinden ins Spiel. Allzu viele T-Runden sollten sie da auch nicht mehr zulassen, obwohl sie dann natürlich die Pistole abgegeben haben, aber also so 6, 7 CT-Runden sollten sie ja schon mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. So, Legia. Da war ja 3 Bananen, push mal. So, dann wird sofort wieder rotiert beim Maus. Man hat die Kontrolle in der Banane und eine Smoke bekommen von Tapsen. Legia hat seine Smoke noch, um nochmal nachzusmoken. Hätte Wi-Fi vielleicht schneller reagieren können. Sie haben oben gesehen, dass Tapsen Assist bekommen hat. Wissen, dass er eigentlich kein Kleinspieler ist. Von daher hätten sie vermuten können, dass da ein Dreier-Push kommt oder so. Hätten schnell auf den Großen gehen können. Standen nur 2 Mann. Und der Mann ist jetzt drin in der Banane. Oh, Legia sieht ihn da als erstes, fällt aber. Jetzt rotiert wieder alles und jetzt kommt an lang zum Kontakt. Okay, der holt ihn durch die Smoke. Einen gesehen, Tizian ist CD-Base da. So, und Tapsen wartet auf dem B. Tizian schiebt auch schon. Jetzt wissen die, dass es klein kommt, genau. Schöne Flash. So, nochmal eine zweite spät. Die kam von Tizian, von der CD-Base. Boah, wow, dann kriegen beide die Shots nicht. QK Mant ist stark und beide mit einem Headshot. Kaden jetzt da im Beat. Kriegt auch nochmal die Shots. Dann Chris J gegen Dark. Und jetzt muss M&L stehen irgendwie. Ist er nach unten gekommen zum Gelben. Weißt du, wo der zweite ist? Und er kommt nochmal weg. Er kommt weg. Der Defuse durch. Und holt ihn. M&L steht. Starke Runde. Ja, da waren noch 3 Sekunden auf der Uhr. M&L, das lässt das nicht mit sich machen. So, Maus, ja.
muss wieder gelegt werden auf jeden Fall und wieder am unteren Limit. Ja, drei Spieler mit 0, einer mit 250 und jetzt ja mit 550. Ganz wichtige Runde für Maus. Wenn sie die wieder verlieren, heißt es wieder Eco. Ja, Wildfire heute sehr T-stark unterwegs. Season auch, wenn es auch eher eine T-Map ist. So, Bombe wird wieder gepickt Richtung B. NKY jetzt sehr früh mit in der Banane dabei, diesmal nicht in der Backstabber-Rolle. Und es ist auch keiner da am A am Faken, aber brauchen sie nicht. Ich nochmal. Gucken, ob sie jetzt vielleicht eine Flash in die Smoke bringen und dann durchgehen. Ja, da kommt, ja, genau, da kommt die Flash. Mega super blind. Oh, die sind alle blind da im Spot. Ja, die sehen halt überhaupt aber nicht. Aber die TS sind halt auch richtig gut schon durch. Und jetzt dann, da ist das. So, fertig. Down. Und da kann Maus eigentlich fast schon wieder save gehen. Also auch wieder wirklich gut getimter Go, muss ich sagen. Ja, vor allem auch die Flash dann perfekt in die Smoke gebracht. Ja. Und also da waren beide Spieler da gerade im Spot super blind. Heute humpen NKJ. Ja, und dann humpen wieder aus der Banane rum. Also super Go, super Move. Schöne Absprachen und bei Wildfire rennt es gerade. Also da läuft es nicht, da rennt es gerade. Mousebots wieder in der Eco. Duke Mantis, der eben auch Probleme hat auf Season jetzt vorne. Mit 10, 3, 5 Stats. Auch wenn es gegen Eco ist. Y sieht da Cadian in der Mitte unten an der Bank. Legia am B, schiebt jetzt das Team von Wildfire in der Mitte hoch. Tapsen, Witz bekommen, down. Wildfire immer noch zu fünft. So, und das wäre jetzt super, wenn sie da alle Waffen durchbringen. Und Hope macht es. Dritter Frag von ihm. Neunte Runde. Ja, und jetzt hier auf Inferno sehen wir QK Mantis, ne, auf Season so ein bisschen hinten gelegen. Jetzt aber mit 11, 3, 5 sehr, sehr gut unterwegs. Und ja. Inferno ist halt auch einfach eine Map, die liegt ihm sehr gut. Das hat er aus Faculty-Zeiten, diese Map, das, ja, die haben sie da gespielt bis zum Vergasen. Da kennt er jedes Steinchen, jeden Grashalm auf der Map. Ich glaube, es wäre auch der einzige Spieler, der wahrscheinlich die richtige Reihenfolge der Wäsche an der Wäsche in eine in der falschen Mitte sagen könnte. Tastet sich Humpen wieder vor am Kleinen. Ja, wurde gespottet. Hat er selber hat ihn aber nicht gesehen, Kabel. Ja. Boah. Jetzt aber. Da sieht er nichts mehr. Nie wieder. Sieht er was? Oh, jetzt nochmal geboostet worden. Oh, er macht ihn, der Legia. Legia hat da auch nur ganz kurz gespottet, wollte dann oben rauf und dann unten sofort drauf. Richtig krasse Reaktion gerade. NKY hört zwei im Teppich, im Sand unter ihm. Rechnet er mit dem zweiten? Nein, rechnet er überhaupt nicht. Ja, und Chris J. Martin. Aber. Hat der eine trotzdem die Ansage. Ja, ja, trotzdem die Ansage. A-Spot nur einer. Rennt drauf. Jungs. Sektor clear. So, Humpen holt den nächsten. So, und jetzt wird hier im Chat schon geschrieben: vielleicht saved Mousebots Taktiken für morgen. Naja, gegen Astana sah es halt fast genauso aus, wie es gerade aussieht. Ja, also zumindest die CT-Deckung. Ja. Ja, und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man jetzt hier den EPS-Cup irgendwie mit Absicht verdattelt, um da nicht viel zeigen zu müssen. Also, ich denke auch nicht. Wenn das
wenn das der Fall wäre, dann würde man eben Maps spielen wie Season oder Mirage, die man vermutlich im EMS One Cup rausvoten wird. Also, ne, wenn man wirklich den Anspruch hat, da nicht wirklich was zeigen zu wollen, dann lässt man es eben auf solche Maps hinauslaufen. Und ich meine, auch wenn man jetzt keine Taktiken spielt, das Aim bleibt ja eigentlich. Ja. Und ja, also 10-2. So, Xal jetzt auch hier am Start im Chat. Also da ist wirklich alles versammelt. Ist hier. Oh, Chris J. Guter Shot. Stadion da. Oh! Das gibt's doch nicht. Der macht da so ein Pre-Fire und ja. Luke NKY läuft da trotzdem einfach mal rein. So, jetzt ist er gefallen. Legia. Nochmal gute Shots gegen Humpen. Ja, und der muss ja jetzt fallen. Also vielleicht sollte Maus bei den Pistols bleiben. Ja. Aber die haben sie auch nicht gewonnen. Also, es ist verhext. Wi-Fi hat halt auch einen NKY, der halt pistolstark ist. Der mit der Diegel fast alles trifft. Neues Nachwuchstalent? Durchaus möglich, ja. Ja, NKY. NKY da vielleicht ein Händchen für. Schleift die Rohdiamanten. So, und T-Button fragt, morgen doch auch Fnatic Fragout League 3. Das Spiel von Maus dort in der Fnatic Fragout League wird verschoben aufgrund der EMS One. Also wahrscheinlich dann Donnerstag oder Freitag wird es gespielt werden. Schätze ich mal. Jetzt in der Banane wieder Kontakt gleich. Am Sandsack. Kommt die HE, die QB. Ja, aber die T's 14 HP. Erstmal wieder raus. Wow. Genau unter ihm gelandet. Und Maus stand da wieder zu dritt. Ja. Chris J jetzt mal mit der Ave, nicht mehr Cadian. Deckt da in der Mitte und wird gleich zu L haben gegen Kräuterhumpen. Mal gucken, wer das gewinnt. Wieder Kräuterhumpen. Also der Junge, da kann man wirklich sagen, ob zu alt und verrostet, ja. Verrosteter Nagel, aber der verrostete Nagel, wenn man sich den eintritt, der tut auch weh. Und Kräuterhumpen, der macht, also wirklich, mittlerweile macht er wieder extrem gute, starke Spiele. Und ich glaube, der hat auch wieder richtig Bock. Ja, hat jetzt auch wie ein, also Eisen Juve zwar auch ein richtiges Team, aber da hat ja wohl nicht geklappt wegen dem Fließ hier und so. Ja, und hier ein bisschen langsamer alles doch bei wieder Wildfire. Seine eigene Schnauze, die er da spielen kann. Ja, mit NKY natürlich auch einen erfahrenen Ansager. Gegen Kaelin jetzt auch die Ausgestaltung. Boah, Liga holt aber zwei schöne Tracks. 3 gegen 3, 3 gegen 2, Tizian noch immer noch mit 14. Und NKY ist jetzt der, der was machen soll. 8 Sekunden auf der Uhr, deshalb konnten sie auch nicht mehr umdrehen. Oh. Jetzt die Bombe down. Legia muss einfach nur Zeit rausholen. Legia muss nur Zeit rausholen und Legia macht das echt. Legia macht das echt. Und da hätte er sogar nochmal auf Nummer sicher gehen können und einfach nochmal die Kiste umlaufen. Die Zeit wäre abgelaufen. Legia steht da jetzt safe. Der Fels in der Brandung. Jo, hab ich gut da umgezogen aus dem Y, ne? Jo, schön mit 2 AP überlebt. Aber schönes Ace. Also, Legia, jetzt steht er auch endlich mal. Also, B heute so ein bisschen der Schwachpunkt gewesen. Jetzt Canyon gefallen. Der Shot. Legia, 47 AP. Kommt weg, spielt das wieder safe. Und dann down. Wird geholt. Zwei gegen zwei wieder. Also diesmal gibt's nichts mit Saven. Letzte Runde in dieser Hälfte. Und der alte Hupen steht wieder. So alt ist der gar nicht, so, der ist aber, erst 23. Naja, aber gefühlt ist er schon 33. Ja. So, hätte Tapsen dann noch holen können, Nuki, Kugelmantis, Swando, aber wir wollen nichts
nichts weiter sagen hier gegen Tapsen. Lilly schaut zu, habe ich gerade gesehen, im Augenblick. Oh, okay. Das kommt der Uppercut von unten. Ja, sonst kommt hier von ganz weit unten. Ein schöner Dampfhammer in mein Gesicht. Nein. Also, 4 Runden bei Maus. Also, Bombenvorstellung hier vom Wildfire. Natürlich haben sie die Piste gewonnen, aber guckt euch das an. Also, wirklich super stark gespielt. Erste Equip geholt, Mausbots dann wieder in die Eco gebracht. Super starkes Spiel vom Wildfire auf der T-Seite. Aber bei Mausbots, taktisch auf der CD-Seite, ne, immer wieder das Gleiche gespielt. All das, was wir auch schon von ihnen gesehen haben. Da war gerade wenig Ideen dabei im CD-Spiel. Als man merkt, es läuft nicht, da mal vielleicht ein bisschen was anderes zu spielen. Jetzt falsche Mitte. Haben da ein bisschen umgestellt. Gerrit hat ja noch einen Sandkasten gespielt, das übernimmt jetzt keine Verfolgung. Humpen steht. So, und sonst wollte Maus eigentlich immer ganz gerne B-Split spielen in der First Round. Diesmal geht's aber auf den Spot drauf. Enkai down. Und dann Enkai Y schon in der Action, Kuke Mantis aus dem Ass. So, 2 und 2 jetzt. Die Spieler sind bekannt auf jeden Fall. Oh, kriegt den heute Shot. Okay, der sollte jetzt. Oh, hol ihn trotzdem. Ach, braucht gar nichts. Macht einfach den Shot. Kükemant ist genauso. Wollte ich noch sagen, der sollte jetzt mal seine Smoke langsam bringen Richtung Sandkasten, aber nö. Macht so. Zweite Pistol Round an Wildfire. Ja, und von 2 Pistols, beziehungsweise vom 0 Pistols zu 2 Pistols. Und damit Wildfire hier jetzt in dieser Partie die besten Chancen, Mausbots aus dem Turnier zu hauen. Und dann werden wir wahrscheinlich Wildfire gegen 3D Max sehen. Kommt es dazu? Das ist die große Frage. Das große Fragezeichen hier. Wildfire muss auch punkten. Haben wir ja im ersten Cup, glaube ich, schon 5 Punkte geholt, weil sie in der ersten Runde rausgeflogen sind. Wäre schon wichtig, wenn sie hier noch weiterkommen. Ja. Also im Gegensatz zu Maus braucht Wildfire auf jeden Fall noch Punkte, aber ja, es ist auch erst der Cup 2, also da Maus wird auch noch Punkte brauchen, um hier in die Playoffs zu kommen, keine Frage. Er holt den ersten wichtigen Pulse jetzt da in seinem Kasten. Ja, und im Spot wartet noch NK. So, Bombplan wird durchgehen, damit wird Maus nächste Runde kaufen können. Oder? Ja, werden sie. Und MNL macht da noch gar nichts. Tapsen. Und jetzt 101. Und MNL Mario holt ihn. MNL einfach mit der Brechstange dann auf den Spot drauf. Ja. Free Effects geholt jetzt. Hat auch die ganz wichtigen 101-Situationen bisher gewonnen, alle. Auch vorhin auf der T-Seite. Gibt es heute eine Halbfinalpartie ohne Mausbots-Beteiligung? Mausbots nun in ihrer Equip und guck sie an, bei Wildfire, man hat nicht wirklich gegengekauft. Ja. Und das wird jetzt die große Überraschung sein und das verstehe ich nicht, die Ansage. Das verstehe ich auch das nicht. Das verstehe ich nicht. Die holen also, die Runde und kaufen Pistols? Ja. Aber guck, es klappt. Naja, noch ist die Runde nicht vorbei. Also das muss uns Enkai nachher nochmal erklären, glaube ich. Ja, also gerade ein Enkai muss das eigentlich wissen. Habe ich lange nicht gesehen, Runde geholt und dann Pistol zu kaufen, Kepler, okay. Geht's dann mit 3 HP nur noch. Boah, die Fleisch ist sitzen. So, dann MNL. Ja, aber Chris Jade, also wenn es einer schafft, ist dann Kräuter oben. Dann Kräuter oben. Wahnsinn, aber also da muss ich ihn nach dem Cup mal fragen, ja, was da los war in Runde Nummer 18. Jetzt haben sie halt massig an Geld. Weiß nicht, aber wird bestimmt irgendwas Schlaueres hintergesteckt haben, worauf wir jetzt gerade nicht kommen. Ja, vielleicht, falls sie die Runde verloren hätten, um dann
zu kaufen, wenn Maus auch kauft, um sie dann broke zu setzen. Aber, also das wäre so ein richtig risky Move. Und ist die 15. Runde jetzt. Wir haben eine Hero Routine lang. Tizian last man standing, wird geholt. 15. Runde Wildfire. Wird es auch ein 16 zu 4 wie Astana Dragons gegen Mouseboards? Ja, und also da kann Wildfire sich auf jeden Fall auf dieser T-Hälfte ausruhen. Keine Frage. Tizian, okay, jetzt ernst. Also wenn Mouseboards das dreht, wirklich, dann spendiere ich jedem Spieler hier was vom Grill oder so. Ja. Beim nächsten Bootcamp, nee, das machen wir. Beim nächsten Bootcamp, wenn Mouseboards das hier jetzt noch dreht und gewinnt, dann werde ich beim nächsten Bootcamp von Mouseboards komplett kochen. Jeden Tag. Bin ich auch eingeladen? Da darfst du auch vorbeikommen. Okay, auf die Mouseboards. Oh, NK-Push. First Frag für Wildfire. 5 gegen 4 Überzahl. Hey, den da Hits abbekommen. Kräuterhumpen. Duell dagegen Hess. Und Kaden ist in der CD-Base durchgekommen. Bombe steht allerdings vor der Action. So, sie können jetzt natürlich so ein Fake-Beam machen. Kaden also geht sogar über Bibo. Ja, Kaden wird nicht erwartet auf jeden Fall. Kann jetzt mindestens einen machen. Oh, schießt aber gleich beim ersten. Aber egal, jetzt gegen Spots. Holt den nächsten. Zweiten. MNL und Sand wissen sie auch. Und NKY schnell da. So, ein bisschen. Wenn der Mann ist da, dauert es noch ewig. Two on aber two. Und Chris J, super low. Gut. Chris J mit Scout im Spot und wenig HP. Wird es der 138. Frag auf seiner Stat-Track von Chris J? Chris J jetzt in der Smoke drin. Und die laufen dann vorbei. Super gespielt von Chris J. Aber QK Mantis? Nein. Tapsen holt es. Tapsen holt den dritten und damit die Runde. Runde Nummer 5, Mouseboards. Erster Matchball abgewehrt. 10 weitere Matchbälle für Wildfire. Also können jetzt nochmal kaufen, Wildfire. Danach sieht es dann knapp aus mit Geld. Kräuter unten mit 13 HP nur noch mit seiner AWP. Er schiebt jetzt auch Richtung großen Spot. Mouseboards, Chris J. Also das ist der Standardaufbau auch wieder bei Maus. 2 in der Banane, 2 im Teppich. Legia und Tapsen. Tapsen, der da die Klü-Rolle übernimmt. Wobei Legia da aufgefangen. Oh, Tizian. Tizian macht beide. Chris J mit der Bombe immer noch nicht am Laufen in der Mitte. Jetzt geht's langsam Richtung B. Und sie versuchen zu saven direkt. Aber Lega steht noch im Haus. Ja, man soll zurückkommen. Hört ja, ihn auch alle. Rein. Gucken oder sich an, wenn Waffen. Ja, die wollten gerade noch Waffen tauschen, ja? Ja. Aber den zweiten und wird jetzt weiß auch, wo der dritte ist. Nee, nicht. Weiß noch nicht. Oh, jetzt hat Enkel wieder die Arme. Zweiter Matchball abgewehrt. Und langsam wird es geldtechnisch eng bei Wildfire. Jetzt kann man auf jeden Fall nochmal. Oder könnte, machen sie aber nicht. Nee, machen sie nicht, ne. Also Enker hätte da zwei legen können, MNL hätte zwei legen können. Zumindest Farmers, ja. Aber, ja, sie haben nicht den Druck, von da müssen sie jetzt eben nichts unbedingt riskieren.
oder da ja eben riskieren, in den Money-Strudel zu kommen. Ne? Lieber spielen sie nächste Runde eine Equip, plus danach vielleicht nochmal, weil sie dann eben legen können. So hätten sie jetzt kaufen können, dann Eco, dann wieder kaufen können, dann wieder Eco. Also so jetzt vierer sie gehen jetzt gerade diesem Money-Strudel, da immer eine Equip, eine Eco spielen zu müssen. Aber vierer Stack auf dem B, humpen mit der Flash rüber, dann offensiv reingespeckt. Kann aber nichts holen. So, Maus und nimmt jetzt langsam mit ein. Weiß jetzt, dass das viel ist. Enkai ist gesehen und dann kommt Action rum. Oh, Enkai! Dann noch mehr Schaden ausstellen. So, jetzt vor und vor. Hat die Gemante pickt die am kurz die Waffe, aber wird geholt. Kräuterhumpen noch von oben. Kräuterhumpen ist jetzt aber verkannt. Ah, und hat keinen Schuss mehr drin. Ja, aber immerhin, also auch wieder knapp geworden am Ende. Ja. Das ist alles Zeug, was man aus nachkaufen muss. Aber ihnen kann es egal sein, denn die brauchen sowieso jede Runde. Von da wird auch der Geldspeicher immer wieder aufgefüllt. So, wie macht Kaden jetzt, wenn eine Runde gut läuft für Mausports? Auf geht's, Jungs! Hat er auch unter die EMS One News geschrieben. Ja, genau. Als erster direkt Kommentar. Als erster, ja. Ja. So, Kräuter unten gleicht aus. So, Mitte wird wieder schnell eingenommen. Ist schon sogar eingenommen. Rippen gehen über Has. Wildfire rechnet noch nicht so schnell mit ihnen. Und das könnte jetzt der fatale Fehler sein. Enkai ist sehr laut. Ist aber auf dem ersten drauf. So, jetzt. Und dann Tapsen auch noch wieder gemacht. Rupfen im Teppich. Erwartet aber dann nicht und die kurze Spieler. Weiter weggehen müssen soll. Ja, darf ich nochmal rauf. Das ist dann dieses Ave unerwartet nochmal rumziehen. So, Emanuel aber mit einem guten Shot. Tour-and-Two-Situation. Wieder die beiden Oberlein-Brüder. Und er weiß, dass er wie schon vorhin. Duke Mantis holt ihn jetzt 2-on-1. Chris J. Und er geht wieder in die Smoke. Nee. Nein, diesmal nicht. Flash. Oh, Benny sieht halt nie wieder was. Aber er weiß ja schon, dass er rechts vorbei ist. Und. Oh, Chris J macht es! 27 HP. Wieder 4 Frags. 27 HP und die Runde Nummer 4 in Folge. Und sowas ist halt richtig, wenn du 2-on-1 bist, das verlierst, obwohl du Matchpoint hast. Ja, und jede Runde, die Maus jetzt gerade holt, das nagt an Wildfire. Jetzt wieder Eco bei Wildfire. Und so kommt man langsam und langsam wieder ran. Aber ja, ein 11-4 Rückstand, beziehungsweise ein 15 zu 4. Das ist ganz, ganz schwierig, das zu drehen und aufrechtzuerhalten. Also da muss jetzt alles richtig funktionieren beim Aus. Jetzt ja heute die Banane wieder. Wird auch geholt. NKL noch ein Teppich auf. Wow. Der Shot von Humpen. Humpen mit Deagle zieht jetzt auch nochmal rum. Ja, dann kriegt er aber keinen mehr drauf. Und auch NKL down. So, Chris J lobt da auch nochmal Humpen. Fünfte Runde in Folge und jede Runde hören wir das. Vroom, den Sound und die Spieler natürlich auch. So, Wildfire nochmal gekauft. Humpen wieder mit Ave. Chris J auf Seiten der Terrors mit Ave. Zitterst du schon langsam? Ah, nö, also. Ich hab da das nichts. Hört sich aber gerade anders an. Ich hab da nichts zu zittern. Du findest also doch nicht mal Worte dafür. Ja, ich hab da nichts zu zittern. Ich koche sehr gerne für jeden der Spieler. Ja, das stimmt aber. Vor allem für Enkai. Nach Bootcamps oder nach langen Reisen ist da ja sowieso nichts. Aber in dem Fall müsste ich ja für Maus kochen. So, jetzt tapst du 52 HP. Und Humpen macht die Bombe weg. Und weiß, dass und da was weiß, kommt dass jetzt? Tizian durch ist, ja? Tizian verliert das Duell. Im Sand immer noch, ja, jetzt nicht mehr, MNL, aber die CT ist schon super schnell nachgerückt wieder. Und wieder 3 gegen 3. 3 gegen 3 HP, Vorteil bei Team Wildfire. Können sie das jetzt stehen oder müssen sie in die nächste Eco? So, brandes Inferno in Sandkasten geworfen. Okay, jetzt brennen sie, jetzt brennen sie und es ist die 10. Runde. Hei, 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 hei. Da werden doch die Eier in der Pfanne verrückt. Oder das Huhn. So, nochmal.
gekauft. Jetzt nur noch eine Farmers dabei. Wildfire nun wieder in der Situation, dass sie vermutlich sparen müssten. Aber wird es jetzt der Sieg? Kräuteropen eröffnet die Runde. Und eigentlich, immer wenn Kräuteropen den First Break gemacht hat, im vorherigen Spiel, haben sie die Runde geholt. In der letzten Runde nicht. Ja, letzte Runde nicht. Aber jetzt hat er zwei gemacht. Da lege ich mich fest. Das wird das GG. Hast du auch nochmal Glück gehabt. Oder steht QK Mantis NKY? Stehen sie den B oder kommt Mousebots da drauf? Das ist jetzt die größte Frage. NKY, QK Mantis eigentlich am B auch immer ganz gut gestanden. So, diesmal sitzen die Hits. Tapsen noch mit 10, Tizian mit 48. NKY, mach den ersten. NKY, Tapsen, down. Bombe gelegt, aber das ist das GG. Bombe kann defused werden. Mousebots ist raus aus dem Turnier, meine Damen und Herren. Und Wildfire steht im Halbfinale. Hi, ja, ja.